Ach, machen wir's jetzt. Let's do it now. Sure. All right then. Don't follow me. Wait until I have them distracted outside, then sneak into the house. Warte mal, B haben wir ich nicht noch. Eine andere Maske? Nö. Da ist auf jeden Fall jemand zu Hause, ne? My good man! My good young man. Fare thee well, fare thee well. Is your father home, son? Sure is. Get him down here. Please, get him down here. Get lost, mister. I was lost for many years. I was lost many years. Now I'm not. And you know what? Oh, here he is. Are you the father of the house? Sure. Pleasure to meet you. I was just chatting with Junior here a bit. You selling something, partner? I'm not selling, sir. I'm giving it away. I was just telling Junior, what's your name, son? Robert Crawford III, sir. Oh, pleasure to meet you. Both of you, sir. My name is... Now, don't tell no one, because in New York, I'm kind of famous. I once performed on Broadway. Now, that's not important or relevant. I have been saved! I've been found! Oh, no, I saw it in your eyes. You think I'm a nut. You think I'm a nut for Crawford III? Not interested in no religious talk. I'm not a religious man. Respects them as has it, but I got something better. Way better than church. And twice as useful. Free. Spinal alignment. What? Spinal alignment. The Lord God Almighty, or whomever built it. Oh, ist er mir hier noch stehler? You, sir, your back looks kind of tricky and complicated. Sure. I can fix that for you. Just 10 or 15 sessions. Whiskey suits me fine, sir. Whiskey? It's whiskey is just causing the problem. You ever meet a Scot who didn't hobble in old age? But the English stand tall, sir. And what is gin made with? Junipers. And what does the juniper do? Creates movement in the spine. Where's your whiskey? Made with leave the spine brittle. Hi, hi, hi. Mr. Hobbling Jack, please. Lay down here a little. It won't take long. I was worse than you, sir. I was broke. Is that better? Just a bit. Yeah! It's a little bit better. This session has been free, but perhaps I might call again. Where's Cindy? How much will it cost me? I'm offering you virility, and you're asking me about money, sir. I ain't made of money, mister. My rates are reasonable. Have a think about it. I'll be around this way next week. Sind wir in der Scheune? Kann man da vielleicht hochklettern? Eieiei.
You done, Arthur? Yep. Okay, let's grab this stagecoach and get out of here. Get on, dear boy. Yep. Ist aber schnell. La 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 la. Puh, vor allem jetzt herkommen, die einfach besattelt, das ist halt so dumm. Und so fährt man es ja mitkommen. Achso, ja, oh, stimmt. Es war dumm. Echt zumachen soll er. Bits and pieces, nothing too fancy. Well, we need anything we can get right now. This was easier than hunting a 1,000-pound grizzly anyway. No doubt. I won't forget that in a hurry. Hey, slow it down. I'm looking forward to your retelling of that one around the campfire. It wasn't the first time Mr. Matthews had stared death in the eye. Toll, so. Ich versuche gerade nebenbei noch zu lesen, zu lenken und zuzuhören und alles. Uff. Okay, here we are. Just pull the coach into the barn there. Yeah. Und halt die Fresse, ich schieß dich ab. Seamus. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Park that thing in here. Quickly. Ja, bin gerade dabei, es geht denn schneller. Mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Yeah. Sure. We get my mood. Irgendwas, was es so zu tun gibt. Ich hätte die Kommode echt wieder zumachen sollen, ich Depp. Oh, es war halt echt eine heiße Kiste gerade. Ja, komm, du hast Klaue. Ja. Ach, Mission schon am Lager, kann ich gleich noch rausgehen. Und wie war's? Warum nur Kupfer? Plündere alles in Comedy Dell, lass dich nicht entdecken, bringe den Wagen innerhalb von 1 Minute und 10 Sekunden zur Emerald Ranch. War mal langsamer. Egal. Du kannst jetzt geschon den Wagen an Samus beim Hehler das verkaufen, okay. Pferd. Untersuchen. Info anzeigen. Isabel. Standard. Beschleunigung. Geschwindigkeit. Fell. Mein Schuh haut ab. Kennt ihr das? Nee, ich glaub's nicht. Ah, Sekunde. Jetzt bin ich wieder so. Saddle-up nehmen, striegeln. Wir haben ein bisschen Putzen gleich wieder. Good morning. Hallo. Streicheln, können wir auch noch gleich. That's my boy. Ist das wirklich ein Boy oder ist ein Girl? Ist ein Boy. Okay. Ich bin zwar aus Fortschritt, Stufe 70 reich. Sometimes I feel as if he cared. He would have killed me years ago. That's a feeling I can relate to. Ach, sind wir da nicht dran? Mr. Morgan.
Yes, Miss Grimshaw. One of the girls saw that friend of yours, Mary Gillis, sniffing about. Mary? Yes. I never liked that woman, Mr. Morgan. Funny business. Okay, Susan. There he is. Take care this morning. Ja, ja. Wir schauen jetzt mal kurz an. Wir können da was zum Essen beitragen. Spenden. Spiel. Hallo. Ach nö. Bring me something soon if you can, Arthur. All right, Pearson. You'll be able to make something nice with that. Thank you, Arthur. Verbesserungen. Hey, if you could give me some leatherworking tools. Tasche. Rugs and blankets and the like out of these hides you're bringing in. Ach, die Lederbahn muss ich was kaufen. Schanzunterkunft. Lagertische. Okay. Thanks, Mr. Pearson. Jetzt mal kurz was gucken. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Das checke ich dann in dem Spiel. 234 sind unsere. Okay. Kontrollbuch. Nächste Seite. 225. Kaufen. Just hold your horses. So, dann gibt man ja ein bisschen was dazu. Fertig. Wunderbar. Not great. Yeah. I know how you feel. Und jetzt können wir aber nichts mehr. Sind wir arm, alle. Jetzt haben wir selber nichts mehr, ne? Seh. Dann gehen wir jetzt erstmal in die... Was? Nee, jetzt nicht. Wir gehen jetzt erstmal in die Stadt, versuchen dann unseren ganzen Goldscheiß loszuwerden. Wo ist das Fell von unserem Pferd? Ah, das haben wir dem ja gerade gegeben, stimmt. Ja, es geht auf dem Pferd nicht. Sachen zu reparieren, ne? Zu putzen oder so. Müssen wir uns mal anschauen. So, denen haben wir auf jeden Fall Essen gegeben, Geld. Die können uns jetzt im Arsch lecken. Wir sind soweit und wir gucken jetzt, ob wir mit der Bank der Sache loswerden können. Vielleicht können wir es verkaufen jetzt. Letztes Mal ging es ja nicht, da hat man leichte Komplikation. Ich sag's ja nur, es sind nur Fragen, ne? Letztes Mal kamen da welche vor, ne? Okay, diesmal nicht. Gut, auch recht. Schau meine Arbeit an. Okay. Bisschen sick. Look on my works. Okay. Mahlzeit, das ist doch schon mal noch gut. Erster Teil. Okay. Sammle die passenden Teile der zerrissenen Landkarte, um das Geheimnis zu lüften.
Will ich das? Also das frag er jetzt nur mal, ne? Ist er jetzt echt gerade nur Fragen? Scheiße, seid ihr alle kaputt? Hey, Partner! Howdy. Mister? Hey, Mister. Mister? What the fuck is going on in this town? Kann man hier mit Sheriff drüber reden? Hello, sir. Hey, Mister. Hey there, Mister. Schau mal, weil das hier aufpasst, die Leute im Hals. Hey there. Hi there, Mister. Hey, Partner. You itching for trouble or what? Yo, 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 yo. Chill doch, Brody. Halt. Verdammt bitten. Nee, das wollte ich jetzt nicht. What's your problem? Out of the way. Mach doch nichts. Pissbirne, Alter. Nein, nein, das reinplatzen. Ganz gemütlich aufmachen. Mister? Hello there. What's this place coming? Hey there. Hallo. Hey, Mister. Hi. This seems like a decent town. That's so. Ich wollte eigentlich was verkaufen. Thank you for keeping us all safe, sir. Ich geh jetzt mal runter. Was soll irgendwo die ganzen Goldbrocken loswerden? Everyone knows you did time. Gotta watch someone with your reputation. Kaufen? Nö, eigentlich ja nicht. Ich würde ja gerne was verkaufen, aber da will nix. Gebrauchtwagenmarkt oder Gemischwarenladen nimmt ja auch nichts von uns. Dann müssen wir definitiv in eine andere Stadt. Hey there, partner. Hello. Dann holen wir uns mal ein Kopfgeld wieder. Kommt. Oder der Arzt kann. Wir können beim Arzt was verticken. Hi, ma'am. Ah, welcome. Ach, der Mister, ich mache illegale hey, Geschäfte. Partner. Let's just see what you got. So, lass mal gucken. Nehmen wir jetzt ziemlich viel okay. Auf, ne? Hm. Vielleicht kommen wir später was selbst raus, der Pferdewecker. Ne, dann behalte ich mal. Nee. Doch, rauben wir nicht aus. Das war dumm. Thank you for your help. Oh, sorry. Watch your step. Alles cool. Mean nothing by it. Glad we can put this behind us. Ja, ja, Bruder. Also, Sir, das mit dem letzten Mal war echt ein Missverständnis. Look on the wall there if you're after another quarry. Okay. What the hell's wrong with you? Problem? Knasti. Untersuchen. Ellie Anna Swan. Ellie Anna Swan. Was ist denn hier alright. Gesucht 25 Jahre Belohnung. Ellie Swan, eine Belohnung für 25 Jahre wird ausgesetzt für die Dingfestmachen von Ellie Swan, die wegen Gartenmorders gesucht wird. Der oben genannte Betrag wird sofort bei Auslieferung der Gesuchten ausbezahlt. Lebendig abzuliefern in verhörfähigem Zustand. Sie ist auch bekannt als die Schwarze Witwe und wurde zuletzt in der Gegend von Cumberland Falls gesichtet. In Bekleidung eines unbekannten Mannes, der sie möglicherweise manipuliert. Alle sachdienlichen Informationen oder Belohnungsansprüche sind zu richten an Sheriff C. Malloy. Oder des Herrs von Valentine. Okay. Noch was drauf? Nö. Kein gedrucktes. They say she's sleeping rough near Cumberland Falls. Hello. And what's more, they say she ain't sleeping alone. Oh, I got it. This bounty you're after, the lady.
What's she do? Mrs. Swan? Poor dear. Married the wrong man. She thought she could kill him and inherit a fortune. Instead, she got some debts and that bounty on her head. This lady murder. That kind of thing happened much around here? This is a cattle town. There's three men to every woman. And three women to every woman of the marrying kind. Certain type of lady is drawn to this place. Indeed. I'll go and introduce myself. Poster says alive. A-L-I-V-E. Alive. Ja, schon verstanden. We got enough crap around here from the livestock. Was man mit ihr dann noch anstelle, ist ja unsere Sache, ne? Was? Yo, Wilfried, komm mit, Bro. So, wo ist die alle? Ist sie das? Brief? Kopfgeldjagd. Ach, da drüben. Gut, da lang. Feuer. Ah, die Kutsche kenne ich, glaube ich. Die haben vor kurzem was geklaut, ne? Tolles Stück. Was? Halte den ganz ruhig, hä? Was? Ach, scheiß auf die. Aber ist ja dann dauernd irgendwas, wo man eingreifen könnte. Was machen könnte. Also, den Mann legen wir erstmal um. Ne? Gezielter Headshot. Und sie fesseln mal dann. Pfeil und Bogen natürlich. Schalldämpfer gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Kann man erst ein paar Jahre später. Hab nichts anderes dabei, scheiße. So, alles okay? Appreciate you stepping in there. Those bastards been turning the screw on me from day one, saying I gotta pay them protection money. I told them where to stick it, and well, I guess you just saw how that panned out. You watch yourself, right? Oh, Bruder, aber ich darf sie jetzt ausrauben, also das Material mitnehmen. Ich bin auch nicht so frei, ne? Ich hoffe, es gibt keinen Stress hier. Dass sie die ausnehmen. Meine Fresse, du. 89 Cent, ja, ein bisschen Revolvermunition, wir haben ein bisschen was verheizt, ne? Waffenöl. Meine Güte, ich glaube. Oder war es jemand anders? Oder war es mit den zwei Söhnen? Ich glaube, es war mit den zwei Söhnen, ne? Wo mal die Wand umgefallen ist. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich nicht reinigen. Geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Time to go, boy. Komm mit, Großer. That's good, boy. Ja, schick die Knarre weg, Alter. Yeah. So, holen wir den Pfeil und Bogen raus. Ach, guck mal, guppelt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es schon keine Dodos mehr, meine ich. Das sind die nicht, ne? Reit mal hier lang. Ja.
Ah, ich glaube, da vorne sind sie gleich, die zwei Süßen. Ach, der alte Mann mit seiner Ranch. Hallo, ich bin's nochmal. Wo haben sie inzwischen Geld? Ich frage ja nur, ne? Ich will nur fragen. You better have a goddamn good... Calm down. Ranger. You'd better get on. Sorry. I'll stop messing with you now. Hier schon, ciao. Enough of this shit. Yo, hallo. Okay, okay, I really am done now. Ich geh, ich habe da lang. Ich hoffe, das stört nicht. Ja, Brudi, scher Akro. Ach, ich, ja gut, okay, ich glaube, der war sauber, weil wir seinen Dad zusammengeschlagen haben oder sowas. Irgendwie sowas, ne? Sind wir schon da? Nee, nicht ganz. Und ich glaube, ich soll auf dem Weg bleiben. Ja. Ja. Das war ein Dreidraht. Wieder was verpasst? Hey there. Hey. Na, alles fit? Auf den Wagen springen? Nee, das mach ich nicht. Das könnte wieder zum Missverständnis. Nee, der will ich ausrauben. Er schießt ihn. Bla, 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 bla. Wir machen auf jeden Fall eins. Wir erschießen ihn mit Bogen und sie fangen mit dem Lasso. Bringen sie dann zum Sheriff. Das war der Plan. Ich hoffe, das klappt auch so. Ne? Sie spüren so einen eigenen Text. Nee, das geht nicht. Ja. Was ist das für ein Gespräch mit denen führen? Bla, bla, bla. Oh, cool, ein Wasserfall. Oder. Hey, mister. I just want to be left alone, all right? A sentiment I'm familiar with. Fair enough, kid. Okay. Let's go, boy. Strutting around. Nose in the air. Hold hands. Ah, okay, okay. Sie haben für den anderen verlassen. Kapiert. Versteh schon. Liebeskummer. Es wird lebendig gesucht. Natürlich irgendwo da oben sein. Bleib du mal hier. Huch! Zum Abrutscht. Er rutscht auf nochmal. Hört sich ja schon mal vertrauenswürdig an. Haben wir auch dabei? Gut, das wollte ich noch sicher gehen. Ist ja draußen, wenn nur die zwei Süßen sind. Von einem Überfall vielleicht? Hey, stop that wagon! One of our men's in there! Hey, I'm ordering you to stop! One's down! Get the other
Get me the hell out of here. Come on. You want to go the other way. Come on. Watch yourself. Here we go. You're up against the O'Driscolls now! Move in on them! Oi, oi, oi. Wo? Ich hab den gar nicht gesehen. Scheiße. Ja, okay. Halt nochmal von vorne. Tot. Ja, ich weiß. Das war jetzt gerade dumm.